Servus Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge hatten wir hier den komischen Riesenaffen erledigt. Der Kampf war wirklich wieder grandios, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr geil gemacht. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es jetzt hinter dieser Tür weitergeht. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus Leute. Und genau, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal hinter dieser Tür. Die Kiste dort haben wir schon mitgenommen. Hier kann man auch nicht runter oder sowas. Genau, hier geht es nicht weiter. Ist ja ein bisschen linear das Ganze. So ein einziger kleiner Kritikpunkt in der heutigen Zeit der Open World Games. Ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm, weil der Rest vom Spiel ist einfach grandios. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal da rein. Bereich entdeckt. Berggrund. Wow, deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Okay. Mal gedacht, kommt wieder eine Zwischensequenz. Ich würde sagen, ja, wir nehmen erstmal hier Energie mit und diese Kiste können wir wahrscheinlich nicht öffnen. Okay, hier geht nichts. Ich denke mal, dass wir da irgendwelche bestimmten Zauber oder sowas brauchen, damit wir die Kisten öffnen können. Ob Sindri weiß, dass ein Himmelstrick ist? Eher nicht. Das ist mir egal. Okay, hier ist auch alles zu. Schaut das geil aus, Leute. Hat so ein bisschen was von Horizon Zero Dawn, finde ich. Es wäre richtig geil, wenn man das alles erkunden könnte. Also wenn es richtig Open World wäre, das wäre noch das i-Tüpfelchen, finde ich. Aber okay, man soll ja nicht immer zu viel verlangen. Ist das Rauch? Sieht fast so aus. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Okay. Der Weg zum Berg abgeschlossen. Der Hexe folgen. Kommen wir jetzt vielleicht in eine andere Welt oder so? In eine Wollte aber andere hier Welt? Nochmal schauen. Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Na, hier können wir nichts machen. Ich glaube, da können wir was runterrutschen. Okay, die Kisten kommen wir noch nicht ran. Dann schauen wir mal, wo uns die Hexe denn hinführt.
Ja, die kann uns vielleicht hier die komischen Pflanzengestrüpp da wegmachen. Wir nehmen das hier. Greifer. Dann Greifer. kannst du mir gleich die Kisten freimachen. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri. Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Den musst du umlegen. Ach, der wäre mir sicher eingefallen. Ja, läuft. Läuft, egal, es läuft. Ah, jetzt glaube ich, kommen wir wieder ins Tal runter. Das Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Können wir runterspringen? Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Okay, somit haben wir wieder einen Shortcut freigeschaltet, denke ich. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange. Ich wollte jetzt aber hier nochmal schauen, weil ich habe doch hier eine Kiste gesehen. Sie spricht eine tote Sprache. Oder haben wir die schon geöffnet? Klingt einsam. Die können wir noch nicht öffnen. Die muss ich von oben machen. Scheiße. Okay, ich komme aber hier gar nicht durch. Wenn ich die da oben mache, komme ich aber nicht durch. Okay. Müssen wir später nochmal schauen, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Irgendeine Lösung gibt es mit Sicherheit. Müssen wir mal schauen, wo die Hexe hin ist. Okay, der Zwerg ist wirklich nicht mehr da. Hier sind wir auf jeden Fall gekommen. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird keine Wikipedia. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Ah, okay. Eustas. Was? Es ist fest. Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Diese Wurzel, was ist das für eine? Von den Wahn. Aus Vanaheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Wahngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Jetzt warte mal, die wollen wir noch nicht. Das haben wir vorher noch nicht angeschaut. Hier ist noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder... Das müsste auch der See der Neun sein. Und da sind auch die verschiedenen Portale. Denke ich mir, dass wir das drehen können, damit wir in die verschiedenen Welten kommen. Und hier war jetzt so normal nichts mehr.
Aber ihr könntet es hier mal lesen. Die Sprache von Nivelheim, ein übler Ort voller Eis und Nebel und Missgunst der Zwerge. Okay, was ist hier? Dies sind die Runen von Muspelheim, der Feuerwelt. Kein Ort für Kinder, auch nicht für Tapfere. Okay. Ich denke, dass sie jetzt mir zeigen wird, wie ich das die Plattform drehen kann. Die Plattform. Tieres Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tiere bereiste von dort aus die neuen Welten und warte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Hell Häscher. Es war ein menschlicher Häscher. Dann töteten wir ihn. Er starb im Kampf. Hätten ihn die Valkyren also nicht nach Valhall leiten müssen? Taten sie aber nicht. Er kam als etwas anderes zurück. Vor ihrem Tod hörte ich, wie Mutter zu Vater sagte, die Hellläufer kehren zurück. Meinte sie das damit? Auferstehung der Toten? Vater scheint nicht viel darüber zu wissen und das interessiert ihn auch nicht. Da das Dinge der Häscher war, werde ich sie Hellhäscher nennen. Diese Gegner werden wütend und sehr aggressiv, wenn man eingefroren ist. Vater sollte unbedingt ihren Frostexplosionsangriff ausweichen. Wenn es ihnen gelingt, uns einzuführen, sollten wir uns zurückhalten, bis es nachlässt. Okay, ich denke mal, dass wir eine Art Debuff drauf haben oder so. Nach rechts. Und die halt dann stärker sind. Ah, da unten war doch der Abschnitt, der, wo wir nicht rüber konnten. Ich denke mal, dass die jetzt da reinschießt. Hier, genau. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Just da. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Die Brücke neu ausrichten, okay. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Okay. Perfekt. Jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Na, Papa hat Power. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hellläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Bahnmagie Tote erwecken? Konnte sie, einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Und dann mal hier schon, gibt's hier noch was? Hier gibt's nichts mehr. Okay, dort drüben waren wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge. Das war beeindruckend. Tut jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben Tiers Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden... Aber hier ist doch das Zwergen... Die Zwergenschmiede, oder? Okay, aber da hinten ist der Kristall, den könnte sie uns jetzt aufmachen.
Er ist auch nicht da. Brück. Justa. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Bifrost ist von Thor? Ist der Welten... Weltenreisekammer, ja. Der Bifrost ist ja in Thor auch das Portal zu anderen Welten. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Okay. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Okay. Vanaheim, Welt nicht verfügbar. Große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Okay, Alfheim, in diese Welt reisen. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreise aus. Und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Geile Sache. Der Weltenbaum. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt.
Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Eine Welt jenseits unserer? Ah. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim. Ah, okay. Geile Sache. Okay, der Zwerg ist immer noch nicht da. Praktisches Tor gewesen, was eigentlich willkommen auf dem Portal Alfheim, ist. Meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Ist um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht abgeht. Nein! Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Komplett kalt. Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Ein Weg ins Licht finden, zum Licht finden. Und erstmal hier alles angucken. Okay, hier sieht man gar nichts. Leuchtet was im Innern des Knotens? Ich glaube, du hast's erledigt. Sieh mal da oben. Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Okay, da sind wieder Runenschriften. Hier, Junge. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Und jetzt? Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Dunkelalb, pass auf! Yeah.
uns an. Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Ja, wo ist die Kiste? Bald können wir die Runen auf Mushplane übersetzen. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Moment, ist das Sindri? Ah, der Zwerg. Von der Seite machen müssen. Na, da würde ich aber noch nicht hingehen. Ich weiß schon, ob es hier irgendwas gibt. Schaut nicht so aus. So, was hat er denn? Machen wir mal. Zauber, was können wir noch machen? Eventuell versuchen, das sauber zu halten. Ah, nein, war nur so eine Frage. Alles gut,
Alles gut. Meinetwegen musst du noch nicht gehen. Ich stehe zur Verfügung. Und was kann ich für dich tun? Also noch etwas für dich? Nicht vergessen, immer Hände waschen. Okay Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir aber an der Stelle einen Cut. Wir haben die Ausrüstung verbessert, genau, mit dem Boot. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, dann bin ich echt gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, ob wir das Licht denn finden. Aber ich denke schon. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.